Sehr geehrte Frau Stadtvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore, sehr geehrter Herr Professor Finkeldey. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und auch wenn Dieter Weick eben nicht über die Belarus sprechen möchte, da wir das Thema später schon auf der Tagesordnung haben, möchte ich hier kurz die Chance nutzen, Sie direkt anzusprechen, da Sie da sind. Wir von der Kassel Linken kritisieren den Umgang mit den Stadtbesetzerinnen der Belarus im vergangenen Jahr. Das hätte anders gelöst werden können. Gerade weil wir nicht der Meinung sind, dass die Universität nichts mit der Veränderung im Stadtteil zu tun hat und somit sehr wohl auch dafür Verantwortung übernehmen sollte. Sie haben uns selbst eben dargestellt, wie der Campus am Hollandschen Platz wächst. Nichtsdestotrotz begrüßen wir die Offenlegung der zukünftigen Nutzung der Belarus, wie man sie Anfang des Jahres der HNA entnehmen konnte. Dankeschön.